Ja, sie fahren wieder. Zum zweiten Mal waren in Waltrop die Lichtertrecker unterwegs. Den Menschen einen kleinen Lichtblick in dunklen Corona-Zeiten nach Hause bringen. Das war die Idee, mit der die heimischen Landwirte am vergangenen Neujahrstag angetreten sind. Und weil ihre Aktion so unglaublich gut angekommen ist, haben sie jetzt pünktlich zum vierten Advent eine Neuauflage gestartet. Ja, hallo. Wir sind heute hier in Waltrop am Treffpunkt für die Lichtertreckerfahrt, die diesjährige. Und sammeln uns jetzt hier und warten, bis gleich alle da sind und es losgeht. Es waren Tausende, die den toll geschmückten Treckern und Baumaschinen auch diesmal wieder zujubelten. Der mehrere hundert Meter lange Weihnachtstross schlängelte sich von der Polizei eskortiert durch die ganze Stadt. Insgesamt über 12 Kilometer. Die Aktion diente wie schon bei der ersten Lichtertreckerfahrt auch diesmal wieder einem guten Zweck. Ja, uns würde es freuen, wenn möglichst viele Spenden zusammenkommen würden, auch dieses Jahr. Und es gibt in Waltrop einen neuen Verein, der sich gegründet hat. Kinder machen Zukunft. Und wir haben uns dazu entschlossen, diesen Verein zu unterstützen und hoffen natürlich, dass viele von euch Geld spenden, damit möglichst viele gute Dinge für Kinder hier vor Ort in Waltrop gemacht werden können. Neben der Aufmerksamkeit für die gute Sache nutzten die heimischen Landwirte ihre Aktion auch, um in schöner Atmosphäre ein kleines bisschen Aufmerksamkeit für den eigenen Berufsstand zu bekommen. Denn, auch das ist kein Geheimnis, immer mehr Erzeuger kämpfen inzwischen um ihre Existenz. Wir Landwirte wollen uns auch gerne hier vielleicht dann auch nochmal zeigen und den Leuten, dass die Leute wahrnehmen, wie viele wir hier überhaupt im Umland von Waltrop auch sind. Es gibt auch viele Neubürger hier in unserer Stadt, die gar nicht so wissen, was überhaupt hier los ist, und das würde uns natürlich freuen, wenn viele Leute hier uns regionale Landwirte in Waldrop und Umgebung unterstützen würden, auch beim Einkauf zum Beispiel mal darauf achten, wo kommt das eigentlich her, was wir einkaufen, ob es jetzt direkt vom Markt da sind oder auch im Supermarkt, vielleicht mal einfach nachfragen, kommt das vielleicht von deutschen Landwirten oder im Idealfall natürlich von regionalen Landwirten, dass man vielleicht da mal demnächst ein bisschen drauf achtet und gezielt die uns Landwirte hier vor Ort zu unterstützen.